So, Freunde, reden wir heute über BitTensor. Viele haben sich das gewünscht und fanden die Bewertung im Graphen nicht fair. Jedoch haben die wenigsten mein Vorstellungsvideo und den Grund für die Bewertung gesehen. Zu der Zeit waren wir inmitten des KI-Hypes und beim All-Time-High von BitTensor. Ich konnte es zu der Zeit nicht mit mir vereinbaren, das Projekt gegebenenfalls in den grünen Bereich einzuordnen. Was wäre passiert? Einige hätten eingekauft und dann sehr wahrscheinlich im Minus verkauft oder müssten im Minus halten zu schlechten Einkaufspreisen. Wenn ein Projekt aktuell nicht günstig zu bekommen ist, ist mir egal, wie stark eine Community ist oder wie gut ein Projekt ist. Ich will Menschen nicht dazu verleiten, zu spät überteuert einzukaufen. Nun ist Tao im Preis gefallen, der KI-Hype hat sich gelegt, es gibt guten Fortschritt und wir können das Projekt re-evaluieren. Was ich an Tao besonders mag, ist, dass es neben einigen wenigen Projekten am Kryptomarkt ein direktes KI-Projekt ist und nicht nur in Verbindung mit KI steht. Damit wäre es zu vergleichen mit AGX oder eventuell noch Fetch AI. Und sowas wie Render Token benutzt ja oder profitiert von KI. Des Weiteren ist dieser KI-Ansatz hier so umfangreich, wie er nur sein kann. Es kann hier früher oder später jede Art der KI öffentlich und dezentral trainiert werden. Somit deckt Tao den KI-Hype sehr gut ab und wir sind noch sehr frisch dabei. Ein weiterer Vorteil ist der Aspekt des Rohstoffes. Hier ist es die Rechenleistung für KI-Systeme, die die Menschen zur Verfügung stellen und sich somit Coins verdienen. Natürlich gibt es ein ganzes System, bei welchem Menschen die KI trainieren und belohnt werden, aber es ist dennoch ähnlich wie Render Token und Bitcoin eine Commodity, gebunden an einer knappen und wichtigen realen Ressource der Welt. Kommen wir damit zu einem Nachteil und das wäre die Inflation, vor allem bis zum ersten Halving. Natürlich hat Inflation auch einige Vorteile. An dieser Stelle schöne Grüße an meinen Kollegen JTrading und sein Video hier. Schaut es euch gerne an und lasst etwas Liebe und ein Abo da. Was nun die Inflation angeht, hat sie meiner Meinung nach des Öfteren mehr Nachteile als Vorteile. Es sind schlicht und ergreifend mehr Coins auf dem Markt, welche früher oder später in den reellen Umlauf kommen und einen Preisanstieg abbremsen. Jedoch muss man an dieser Stelle sagen, die Coins bei BitTensor gehen an Menschen, die es wirklich verdient haben und werden extrem fair und breit ausgestreut und langfristig wird die Inflation nichts vom Erfolg wegnehmen. Des Weiteren ist die Vision erfolgswürdig. Ein öffentlich dezentrales Netzwerk, in welchem jede auf die Welt verändernde Technologie KI zugreifen und davon profitieren kann. Wie dem auch sei, ich muss BitTensor aufgrund des Preisabfalles wie versprochen heute etwas anheben. Sicherheit 6,9 und Potenzial 6,5. Sollten wir weiter im Preis fallen, werde ich ihn eventuell noch weiter hochstufen. Was nun BitTensor, XDC, Nervous Network und 800 andere teils geniale Geheimtipps angeht, sie alle gibt es auf meiner Partnerbörse CoinEx. Über meinen Link gibt es 7 US-Dollar, lebenslange Gebührenrabatte und falls ich dort weitere Geheimtipps finde, lasse ich es euch wissen. Ansonsten Like und Abo nicht vergessen. Bis demnächst, euer Big Daddy.